Wir befinden uns hier im westlichen Teil des Gartenschaugeländes und sehen hier die bereits offengelegte Elsens, die renaturierte Elsens. Wir sehen die Grünfläche, alles schon soweit fertiggestellt im Bachwegle-Areal. Wir sehen, dass man hier queren kann über die Brücken. Und im Hintergrund auch ein sehr schönes Projekt, was auch das Ehrenamt wieder sehr stark unterstreicht, das wir in unserer Stadt haben. Die Kraichgaumeister richten dieses historische, denkmalgeschützte Gebäude her, als auch ein kleiner Treffpunkt während der Gartenschau. Ich glaube, an diesem Punkt sieht man sehr schön, wie nah die Gartenschau oder wie zentral die Gartenschau in unserer Innenstadt ist. Wir befinden uns hier in den historischen Gärten, dem direkten Übergang von der Leiergasse, von der Altstadt in den Bereich des Bachwegles, der Ost-West-Verbindung durch das gesamte Gartenschaugelände. Die historischen Gärten sind in der Form angelegt, dass von Norden nach Süden letztendlich die Gärten nebeneinander liegen, wie es seit Jahrhunderten hier war, wie es überliefert ist. Und Hauptbestandteil dieser Anlage sind die Terrasse vor der Altstadtmauer und eben die im alten Vorbild angelegten Gärten. Es macht Spaß zu sehen, mit welch großen Schritten hier die Arbeiten vorangehen. Bürgerschaftliches Engagement sieht man auch in diesem Punkt. Das ist der Verein Artificium, der sich gegründet hat und seinen Kunstbeitrag an diesem Areal des Geländes präsentieren wird. Im Hintergrund sehen wir schon die Umrisse des Beitrags des BUNDs. Also Gartenschau ist mehr als Blumen, es sind natürlich auch ökologische Beiträge. Wir haben über der Brücke drüber den Beitrag der Friedhofsgärtner, die neue Formen von Bestattungen von Gräbern präsentieren werden. Ein starker Verband, auf den ich mich schon sehr freue. Wir sehen den katholischen Kindergarten Leiergasse, ein ganz wichtiger Punkt. Der Kindergarten hat von uns eine neue Außenanlage bekommen, integriert sich sehr schön ins Gartenschaugelände und sicherlich die wichtigste Achse hinter uns, die Altstadtpromenade, die ja von Osten her kommt und sich auf einer Länge von knapp einem Kilometer als Hauptpromenade, als Ort der Begegnung präsentiert. Hier fehlt jetzt noch der Endbelag, aber auch hier sind wir sehr gut im Zeitplan. Im Hintergrund sehen wir die Baustelle Schwanen. Ein Highlight für mich, nicht nur zur Gartenschau, wo der Treffpunkt Baden-Württemberg ja Einzug halten wird. Das Land mietet sich ein, sondern das Bürgerhaus Eppingen dann nach der Gartenschau, wo ein Teil kulturelles Leben, geselliges Leben, Vereinsleben, die Integrationsstelle der Stadt Eppingen Platz finden werden. Ja, man sieht jetzt noch die Bauarbeiten. Das geht bestimmt bis kurz vor der Eröffnung. Die Außenanlagen sind herzurichten. Wir haben einen wunderschönen Biergarten. Wir haben eine Bühne, die bespielt wird. Der Biergarten wird bewirtet, soll auch über die Gartenschau hinaus. Wir haben auch genügend Offenlandflächen. Das heißt, die sind nicht aktiv bespielt. Da kann man sich niederlassen, die Familie. Man kann ein Picknick machen. Und wir haben den Zugang zur Elsens, sicherlich reizvoll auch für Kinder, was vor Jahren noch unvorstellbar war. Die Elsens hat auch ein tristes Dasein geflutet oder präsentiert. Und das Thema Natur zurück in die Stadt und vor allem Wasser wird hier beispielhaft präsentiert. Ja, wir sind hier am kleinen Brückentorplatz, mitten in der Stadt und doch auch mitten im Gartenschaugelände. Mein Credo ist ja immer wieder eine Gartenschau, die so zentral in einer Innenstadt ist. Wir sehen vor uns die Fortsetzung der Altstadtpromenade, die Hauptpromenade, die breit ausgebaut ist und somit für Kinder mit dem Roller oder Inliner, aber auch ältere Menschen mit dem Rollator, die das Gelände erschließt. Wir sehen den bereits umgestalteten kleinen Brückentorplatz, der sich öffnet, der aber auch hier vereint Gartenschau und auch weiterhin Parkierungsmöglichkeiten. Wichtig auch nach der Gartenschau, wir schaffen auch hier einen zentralen Platz, der auch künftig als kleiner Festplatz dienen wird. Musik.
Wir stehen hier auf dem Verbindungsweg der Altstadt zur Eisenbahnstraße, zum Bahnhof, dem ehemaligen Fachwerkpfad. Und man hört es, um uns herum hört man das Klopfen der Pflasterer. Die Pflasterarbeiten auf dem gesamten Gelände sind in vollem Gange. Schwerpunkt die Wege. Herstellung mit Natursteinpflaster. Wir erkennen sehr gut die Treppenanbindung hier im westlichen Bereich hinter mir und auch sehr schön zu erkennen die Arbeiten am Stadtweiher, am Holzpodest, das 1000 Quadratmeter große Holzpodest, das den Stadtweiher umschließt, und die Bagger, die Sie an dieser Stelle arbeiten sehen, bereiten gerade die Gründung vor für die große Promenadetreppe, die letztendlich den zentralen Bereich, die Bahnhofswiese des Gartenschaugeländes an die Bahnhofstraße, an den Bahnhof, an die Südstadt anbindet. Ich stehe hier inmitten der Veranstaltungsfläche, des Veranstaltungsbereichs im östlichen Bereich der Gartenschau, der temporären Anlage. Sehr schön zu erkennen, um mich herum die Sommerbeetflächen. Im rückwärtigen Bereich die große Freifläche, auf der die Hauptbühne errichtet werden soll, mit bis zu 600 Sitzplätzen. Und die Fortsetzung findet dieses Gelände in die östliche Richtung. Dort werden Beachvolleyballfeld, Steinhauer-Symposium und letztendlich Schaugärten, Kleingärten, wie zum Beispiel auch der Integrationsgarten, entstehen.